A2.4. Das Dreieck AB2C2 ist gleichschenklich mit der Basis B2C2. Berechnen Sie die x-Koordinate des Punktes M. So, in der Aufgabe, die ist zwar 3 Punkte wert, aber im Prinzip muss man sich hier nur ein bisschen was überlegen. Die Rechnung ist gar nicht so schwer. So, auf was stürzen wir uns? Das Dreieck AB2C2 ist gleichschenklich. Ganz wichtige Information, weil gleichschenklich heißt, es gelten bestimmte Eigenschaften und zusätzlich wissen wir, aha, die Basis ist die Strecke BC. Und weiter berechnen Sie die x-Koordinate des Punktes M2, also irgendein Mittelpunkt kommt jetzt auch noch ins Spiel. Jetzt wichtig, man muss sich die Eigenschaften des gleichschenkligen Dreiecks nochmal ins Gedächtnis rufen. Wenn ich das jetzt hier so nebendran nochmal hinzeichne, ja, gleichschenkliges Dreieck, A, B, C, wenn das hier meine Basis ist, dann sind diese beiden Schenkel hier gleich lang. Ja, so ist es aufgebaut. So, was weiß ich jetzt? Beim gleichschenkligen Dreieck ist es so, dass die Höhe des Dreiecks, diese da, genau durch den Mittelpunkt verläuft, durch den Mittelpunkt dieser Strecke BC. Ja, und die Höhe liegt immer senkrecht dazu. Also die Höhe liegt senkrecht zur Strecke, zur Basis BC und verläuft noch zusätzlich durch den Mittelpunkt. Das ist die zentrale Eigenschaft, die man braucht. Gehen wir rüber in unsere Aufgabe, hier AB1C1, weil das heißt nämlich automatisch, dass der Mittelpunkt irgendwo hier auf dieser Höhe liegen muss. Ja, er muss auf vergleichen, muss den gleichen Y-Wert haben wie der Punkt A, weil er muss ja senkrecht zur Strecke CB oder BC stehen. Und die steht immer parallel zur Y-Achse, also muss der Mittelpunkt da drauf liegen. Das bedeutet automatisch, der Mittelpunkt hat den Y-Wert 1. Und was hilft uns das jetzt? Ja, ganz viel. Oben sieht man es vielleicht schon. Gerade eben haben wir in der Aufgabe ausgerechnet, der Mittelpunkt hat diese Koordinate hier. Ja, da steht eine Y-Koordinate drin. Und wenn ich jetzt weiß, der Y-Wert muss in dem Fall 1 sein, gehe ich einfach her und setze diesen Term gleich 1. So, das mache ich jetzt gerade nochmal weg. Also, Y-Koordinate vom Mittelpunkt war 0,1x² minus 0,15x minus 1,5 und der muss 1 sein. Jetzt habe ich wieder eine quadratische Gleichung, die kann ich über die Mitternachtsformel lösen, also Schritt 1 so umformen, dass ich auf einer Seite nur noch 0 habe, minus 0,1x² minus 0,15x und jetzt minus 1,5 minus 1 sind minus 2,5, ist gleich 0. So, manche Taschenrechner können das sowieso schon lösen, über Calc Intersection ist es möglich oder über einen Solver. Ich mache das jetzt per Hand über die Mittermachtsformel. Erster Schritt, ich berechne die Diskriminante. T ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Jetzt muss ich nur das abc richtig zuordnen, aber ich weiß ja, die quadratische Gleichung hat die Form ax² plus bx plus c. Daraus kriege ich mein abc, das setze ich jetzt einfach ein. Also b sind die minus 0,15 in Klammern zum Quadrat, minus 4 mal a sind 0,1 und c sind minus 2,5. Das tippe ich jetzt in meinen Taschenrechner ein und dann kommt raus für die Diskriminante 1,02. Das ist jetzt ein Rundungswert, wir müssen ja auf zwei Nachkommastellen runden. Also falls jetzt hier die Lösung von irgendeiner Musterlösung abweicht, kann das hier in dieser Rundung durchaus passieren. So, dann weiter geht's. x1, x2 ist gleich die Formel steht ja auch in der Formelsammlung drin, minus b plus minus Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Einsetzen minus b bekommen wir von oben wieder, also 0,15, ja, minus 0,15 sind plus 0,15 und plus minus Wurzel aus 1,02 geteilt durch 2 mal und a sind 0,1.
So, berechne ich x1 ist gleich 0,15. Jetzt der Plusweg plus Wurzel aus 1,02 geteilt durch 2 mal 0,1. Das kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben und da kommt ein Wert von 5,80 raus. Ja, eigentlich 5,799. Auf zwei Dezimalen gerundet sind es 5,80. Den x2 muss ich auch noch ausrechnen, 0,15, diesmal minus die Wurzel aus 1,02 geteilt durch 2 mal 0,1. Und das waren, glaube ich, minus 4,30. Aber Achtung, ja, ich fahre jetzt nochmal ganz hoch. Ganz oben in der Aufgabe, wo steht es denn hier? Hier habe ich eine Einschränkung für x. Ja, x darf nur zwischen 0 und 6,74 liegen. Wenn ich jetzt wieder runterfahre und sehe, x ist kleiner als 0, ja, also das da ist gar nicht mehr gültig, weil es kleiner ist als 0 mit minus 4,30. Also gilt nur der obere Wert x1 und das ist damit unsere gesuchte Lösung. Ja, was war es nochmal? Berechnen Sie die x-Koordinate des Punktes M2. Also der Punkt M2 hat die x-Koordinate 5,8. Muss also irgendwo hier liegen, dann sieht das Dreieck ungefähr so aus, wenn ich es mal rein skizziere. Ja, es sieht sogar einigermaßen gleichschenklich aus. Ja, aber ich bin fertig. Das sind die drei Punkte, die ich tatsächlich brauche. Ja, gezeichnet werden muss nicht mal. Also, wenn man mal auf die Idee gekommen ist mit dem gleichschenkligen Dreieck, sind die drei Punkte eigentlich leicht verdient.